Hallo Kreuzberg. Wrangelkiez, habe ich jetzt gelernt. Okay. Ich will euch heute davon überzeugen, dass die Sprachwissenschaft ein grandioses, weltbewegendes Forschungsfeld ist, das kürzlich ganz nebenbei die Hälfte der Menschheit gerettet hat. Ja, aber Sprachwissenschaften, was ist das eigentlich? Da möchte ich gleich mal mit einem Vorurteil aufräumen, was mir in jahrelanger nervenaufreibender Feldforschung immer wieder begegnet ist. Wir haben hier exemplarisch Steffen und Julia. Steffen ist Mediziner und er hat soeben die wundervolle Julia kennengelernt, die ihm gerade eröffnet hat, dass sie Sprachwissenschaften studiert. Und Steffen reagiert wie 99% aller Nicht-Sprachwissenschaftler auch. Und diese Zahl ist wissenschaftlich belegt. Er fragt Julia, wie viele Sprachen sprichst du denn? Damit hat er sich leider alles bei Julia verbaut, denn diese ungebildete Frage hat sie leider ein bisschen zu oft gehört. Es kann aber auch gut gehen. Wir haben hier Lena, die Ingenieurin. Sie ist begeisterte Science-Slam-Besucherin und hat soeben den wunderschönen Jan kennengelernt, der Sprachwissenschaftler ist. Ja, und Lena reagiert genau richtig, sagt, meine Güte, Sprachwissenschaften, wie interessant. Also Linguistik studierst du, was ist denn genau dein Interessenschwerpunkt? Syntax, Semantik, Pragmatik, Morphologie oder gar Phonetik? Jan, komplett aus dem Häuschen, hat vergessen, dass er eine steile Karriere als Linguist angestrebt hat und will nur noch eins, sich um Lenas Babys kümmern. Ja, Lena hat verschiedene Arbeitsfelder der Linguistik erwähnt, die möchte ich euch kurz nahebringen anhand des Lieblingssatzes meines Freundeskreises. Ich habe eine französische Freundin, die fährt gerne in luftigen Röckchen ihr Fahrrad durch Berlin. Entsprechend oft wird sie blöd von Männern in vorbeifahrenden Autos angemacht. Und letztens erzählte sie uns stolz, wie sie sich endlich wehrte und laut und energisch durch ganz Neukölln schrie, Fick dich, Marsch! So, stellen wir uns vor, verschiedene Vertreter der Linguistik hätten dieser Szene beigewohnt und wir fangen an mit dem Pragmatiker. Die Pragmatiker interessieren sich für die Bedeutung von Sprache im situativen Kontext. Das heißt, der Pragmatiker hätte die Situation mit einbeziehen können, er hätte die Message verstanden. Das können Semantiker leider nicht. Die interessieren sich auch für die Bedeutung von Sprache und wollen sowas Verrücktes wie die Bedeutung ausrechnen. Das funktioniert nicht mit ungrammatikalischen Sätzen. Der Semantiker wäre hier verzweifelt. Der Syntaktiker. Syntaktiker interessieren sich für Wortstellungen im Satz. Wir haben hier einen einfachen Imperativsatz, da steht das Verb im Deutschen an erster Stelle, so auch im Französischen. Das heißt, der Syntaktiker wäre jetzt nicht sonderlich beeindruckt, dass meine französische Freundin das hier richtig gemacht hat. Hier die Morphologen. Morphologen interessieren sich für Wörter, insbesondere für komplexe Wörter. Wir haben hier einen einfachen Arsch im Dativ, ohne jegliche Dativendung. Schöner wäre es gewesen, hätten wir Ärsche, Arschlöcher oder Arschgesichter, aber ein einfacher Arsch im Dativ, das haut einen Morphologen nicht um. Ja, und hier, zu guter Letzt, Der Phonetiker wäre ausgeflippt bei diesem Satz, denn die Französin hat einen stimmlosen postalveolaren Frikativ produziert. Ja, so, Phonetiker. Wir haben keine Zeit für Applaus, ihr wisst Bescheid. Also, Phonetiker, das sind die Leute, die diese komischen Zeichen in Wörterbüchern verstehen, ja? Also, sie können diese Sachen hier verstehen, aber lasst euch davon nicht beeindrucken, das ist die einzige Seite, die ein Phonetiker in seinem Studium so gelesen hat. Und wir gucken uns einmal an, die Konsonanten, gerade wurde erwähnt, der postalveolare Frikativ, der ist stimmlos, das heißt, die Stimmlippen vibrieren nicht, erzeugen keinen Stimmton. Was das bedeutet, möchte ich euch kurz nahebringen anhand eines anderen Konsonantenpaares, den alveolaren Frikativen. Ich würde euch mal bitten, eure Fingerspitzen vorsichtig auf euren Kehlkopf zu legen und einen stimmlosen alveolaren Frikativ zu produzieren. Im Grundschulslang ein Schlangen-S. Das hört sich nach einer großen Schlange an. Und ihr solltet dabei nichts unter euren Fingerspitzen spüren. Ja? Jetzt produziert ihr mal das stimmhafte Pendant, ein Bienen-S. Spürt ihr eure Stimmlippen? Fragt euch jetzt aber natürlich, ja, ich spüre sie, aber wie sehen die denn aus? Und das kann ich euch zeigen, die sehen aus wie alle möglichen anderen Lippen, auch die ihr so kennt. Ja? Wir gucken uns aber heute an die Vokale, die sind immer stimmhaft. Die werden dargestellt in einem sogenannten Vokaltrapez. Wie das zu lesen und zu verstehen ist, das bringe ich euch kurz bei. Bildlich stellen wir uns vor, wir haben eine Säge und wir zerschneiden einen Kopf, bei dem nicht allzu viel kaputt gehen kann. Und heraus kommt diese Seitenansicht. Uns interessiert natürlich nicht, was oben im Kopf vorgeht. Wir interessieren uns für den Mundraum, denn da werden die Vokale produziert. Besonders interessant ist der Sagittalschnitt, weil wir hier die Zunge sehen können. Und ihr könnt da sehen, dass bei dem Vokal I beispielsweise die Zunge maximal weit oben und vorne im Mundraum liegt. Entsprechend ist auch das Vokalsymbol für den Vokal I maximal weit oben und vorne in unserem Vokaltrapez. Also wir können direkt von dem Trapez die Position der Zunge ablesen. Ja,
Einige von euch werden sich jetzt vielleicht frecherweise fragen, wen interessiert das Ganze? Und darauf kann ich nur antworten, Vokale können über Urlaube entscheiden. Und wenn das nicht das Thema ist, was Studenten und Wissenschaftler am meisten interessiert, dann weiß ich auch nicht weiter. Und hier kommt der Beweis. Sollte der Beweis kommen. The Italian man who went to Malta. One day I'm going to Malta to big hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say, go to the toilet. I say, you don't understand. I want to piss on my plate. She say, you better no piss on the plate, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Ja, unser Luigi hat hoffentlich die Probleme mit dem lang gespannten I in Beach versus das kurze, ungespannte E in Bitch. Ja? Dieses Vokalpaar, das gibt's auch im Deutschen. Dabei müsst ihr beachten, dass erstens der Vokal, der gespannte Vokal doppelt so lang ist wie der kurze Vokal. Entsprechend gibt's den Doppelpunkt als Diakritikum. Und sie unterscheiden sich in ihrer Klangfarbe, in ihrer Vokalqualität. Ja? Also der gespannte Vokal, beim gespannten Vokal liegt die Zunge ein bisschen weiter vorne und oben im Mundraum als bei dem ungespannten Vokal. Das sind jetzt natürlich nicht die einzigen Vokale, die das Deutsche so hat. Das Deutsche hat eine Vielzahl von Vokalen. Entsprechend schwierig ist es für Fremdsprachenlerner, das Deutsche zu erlernen. Man kann sich vorstellen, dass gerade bei türkischen Deutschlernern das schwierig sein kann, weil das Türkische nur ungefähr halb so viele Vokale hat wie das Deutsche. Jetzt nimmt man das an, behauptet das. Das muss aber natürlich empirisch untersucht werden, am besten mit ernstzunehmender Feldforschung. Das sieht ähnlich, aber doch noch ein bisschen anders aus in der Phonetik. Ich bin an eine Schule gegangen, wo Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird. Und diese Schule war in der Weltmetropole und Kulturhauptstadt der Türkei, Istanbul. Um die Daten jetzt vergleichbar zu machen, muss ich natürlich auch in die coolste, aufregendste Stadt Deutschlands gehen, um die Daten zu erheben. Ihr wisst alle Bescheid. Dortmund. Ja. So, und was ihr hier seht, sind zwei Versuchspersonen, die an einem Hörexperiment teilnehmen. Aber ich zeige euch jetzt die Produktionsdaten, die ich auch erhoben habe, mittels eines Bildbenennungsexperiments. Während der Produktion der Versuchspersonen habe ich sie aufgenommen. Und mittels phonetischer Analysesoftware kann man solche Aufnahmen wunderbar auswerten. Beispielsweise kann man Millisekunden genau die Länge von Vokalen berechnen. Wenn man sich so einen Monat in der WG-Küche einsperrt, diverseste Freundschaften kündigt, dann kann man so 1000 Vokale per Hand ausmessen. Das reicht dann auch für Publikationen. Und was wichtiger ist, Publikationen oder Freundschaften, das wisst ihr natürlich. Ja, und wofür diese beiden Bilder hier, die von den Schallwellen für das Wort Schiff exemplarisch stehen sollen, ist, dass sich gezeigt hat, dass sich die Vokallänge zwischen Gruppen nicht signifikant unterschieden hat. Aber wir haben ja noch die andere Dimension, wenn ihr euch erinnert, die Dimension der Vokalqualität. Und die kann tatsächlich in diesen komischen schwarzen Wolken hier untersucht werden. Das sind sogenannte Spektrogramme. Die zeigen uns den Verlauf von akustischer Energie im Sprachsignal. Und besonders interessant für einen Phonetiker sind der erste und zweite Formant. Das sind Verstärkungen von bestimmten Frequenzbereichen und die korrelieren verrückterweise mit der Lage der Zunge im Mundraum. Ja, und wenn man die extrahiert, diese Herzwerte entsprechend normalisiert und auf angepassten Achsen plottet, dann bekommt man so eine Grafik hier, die erinnert an den Sagittalschnitt durch den Mundraum. Ihr erinnert euch. Was wir hier sehen, sind in schwarz Vokalproduktionen von deutschen Sprechern für die Vokale I, U und A und in rot die Produktion der türkischen Sprecher. Und ihr könnt sehen, dass die türkischen Produktionen weiter in der Peripherie liegen. Ja? Übersetzt auf unser Vokaltrapez, die türkischen Versuchspersonen produzieren die deutschen ungespannten Vokale zu gespannt. Es ist also die Qualität, die besondere Beachtung finden muss und nicht so sehr die Länge. Ja, und damit wäre bewiesen, worauf die Hälfte der Menschheit seit Jahrtausenden gewartet hat. Länge ist unwichtig, Qualität zählt. Das war für euch eure Frau in Istanbul, Katharina Minz.